Willkommen zum MS-Perspektive-Podcast. Ich bin Nele Handwerker, MS-Patientin, Bloggerin und Autorin. Ich bringe dir Interviews, Inspirationen und Informationen über das Leben mit MS und zeige dir Möglichkeiten auf, wie du die Krankheit positiv beeinflussen und das Beste aus der Diagnose machen kannst. Auf ms-perspektive.de findest du die Episodennotizen, 11 kostenlose Tipps als PDF und viele weitere Informationen. Und jetzt beginnt die Sendung. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und willkommen zur Folge 195. Escape the Unknown und erlebe spielerisch die Vorteile anonym geteilter Gesundheitsdaten. Zu diesem Thema habe ich mir heute zwei der Verantwortlichen hinter der Spieleentwicklung eingeladen, Annika Luzak und Dr. Jakob Schardt von der Roche Pharma AG. Wir sprechen über die Entstehung und das Konzept von Escape the Unknown und welche konkreten Vorteile geteilte Gesundheitsdaten auf das Leben von Menschen mit Multipler Sklerose haben. Diese Podcast-Folge wurde durch die freundliche Unterstützung der Roche Pharma AG ermöglicht. Hallo liebe Annika, hallo lieber Jakob, ich freue mich sehr, dass ihr heute meine Gäste seid und uns ein bisschen mitnehmt in Escape the Unknown. Aber bevor wir loslegen, wäre es natürlich ganz lieb, wenn ihr euch kurz den Hörerinnen und Hörern einmal vorstellt, wer ihr seid und wie ihr überhaupt zu diesem Projekt gekommen seid. Annika, vielleicht möchtest du kurz anfangen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich total. Ich bin Annika, ich bin Medical- und Produktmanagerin bei Roche für die Neuroimmunologie und habe im Rahmen meines Trainee-Programms das Projekt Escape the Unknown gemeinsam mit Jakob und dem Team vorangetrieben und freue mich jetzt hier dabei sein zu dürfen. Privat halte ich mich, wenn möglich, mehr unter Wasser auf. Ich tauche nämlich sehr gerne und heute gehen wir ja in eine andere Welt, nämlich in das All, aber unter Wasser halte ich mich auch sehr gerne auf. Sehr schön. Und das passt ja auch total gut, weil ich glaube, die Astronauten, Kosmonauten, wie auch immer man sie nennt, je nachdem, aus welchem Land sie kommen, die trainieren ja, glaube ich, auch ganz gerne mal unter Wasser, um diese Schwerelosigkeit zu testen. Insofern passt das sogar gut. Lieber Jakob, nun zu dir. Wer bist du? Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön, dass wir heute dabei sein können. Ich bin der Jakob. Ich komme gebürtig aus München, wohne jetzt seit 3 Jahren im beschaulichen Grenzach Wiel. Da werden wahrscheinlich die wenigsten Leute was damit anfangen können. Das liegt in der Nähe von Basel, aber noch auf der deutschen Seite, arbeite wie die Annika bei der Roche. Ich bin im Bereich Regulatory Affairs. Wenn ich nicht arbeite, dann spiele ich in meiner Freizeit sehr gerne Gitarre. Ich bin gerne mit dem Radl unterwegs. Ich lese gerne. Ich bin auch ein Zocker, also seien es Brettspiele, Escape Rooms oder auch PlayStation. Ich spiele sehr gerne. Sehr gut, dann konntest du wahrscheinlich deine Erfahrung ins Spiel mit einbringen. Ein Zocker und eine Taucherin. Toll, sehr gut. Jetzt geht's heute ja um Escape the Unknown. Vielleicht erstmal kurz zum Hintergrund und Spielkonzept. Wie entstand denn die Idee, einen Online-Escape Room zu erstellen, der aufzeigt, dass anonymisierte Gesundheitsdaten dabei helfen können, eine Krankheit schneller ursächlich zu behandeln? Also die Idee, die stammt ursprünglich aus dem Frühjahr 2021. Annika und ich, wir waren damals noch Trainees bei der Roche und wir haben an einem 2-tägigen Hackathon teilgenommen. Das ist eine Veranstaltung, bei der Projektteams sich 2 Tage intensiv mit einem bestimmten Problem befassen und dann am Ende der 2 Tage ihre erarbeitete Lösung präsentieren. Und unser Team, bestehend aus insgesamt 5 Leuten, hatte folgende Aufgabenstellung. Auf der einen Seite bieten Gesundheitsdaten einen extrem hohen Wert für das Gesundheitssystem, aber auch für die Forschung und Entwicklung. Auf der anderen Seite herrscht aber in der breiten Bevölkerung oftmals Skepsis, wenn es um das Thema Gesundheitsdaten teilen geht. Und deswegen sollten wir eine Lösung erarbeiten, wie man eben das Bewusstsein für den Nutzen von Gesundheitsdaten in der breiten Bevölkerung steigern kann und die Skepsis reduzieren kann. Und wir haben dann sehr lange rum überlegt, was wollen wir machen. Wir wollten auf jeden Fall nicht eine weitere, in Anführungszeichen, langweilige Aufklärungskampagne starten, bei der wir eine Webseite mit vielen Infos erstellen, viel Text, was sich dann am Ende doch nur die wenigsten Leute durchlesen, sondern wir wollten eben was Innovatives ausprobieren und eine neue Methode der Wissensvermittlung verwenden. Und da einige Teammitglieder, inklusive mir, wie am Anfang schon erzählt, große Escape Room-Fans sind, kamen wir auf die Idee, einen Escape Room zum Thema Gesundheitsdaten zu entwerfen und so spielerisch über dieses Thema aufzuklären. Wir hatten am Anfang auch lange überlegt, machen wir einen Live-Escape Room oder einen Online-Escape Room. Da wir uns damals noch mitten in der Pandemie befanden, haben wir uns dann für einen Online-Escape Room entschieden.
Das ist auch, glaube ich, eine gute Sache gewesen. Den kann man schließlich spielen, wann man will, wie man will. Und genau, wir gehen ja auf das Wie und so später noch ein. In welchem Setting findet denn die Mission statt und welche Charaktere sind Teil des Spiels? Ja, also wir reisen jetzt hier einmal im Spiel auch in die Zukunft, nämlich in das Jahr 2065. Wir haben uns nämlich bewusst dafür entschieden, dass wir in ein futuristisches Setting übergehen wollen und in dieser nicht allzu fernen, aber doch fernen Zukunft, könnte man sagen, da ist der Mond bereits besiedelt und wir haben den Fall, dass eben seit Jahrzehnten jetzt auch schon Gesundheitsdaten koordiniert, gesammelt und eben auch ausgewertet werden, zu dem Zweck, um Krankheiten besser zu verstehen und Menschen schneller heilen zu können. Wir starten jetzt im Spiel damit, dass eine mysteriöse Augenkrankheit ausgebrochen ist und dabei berichten Patienten aus aller Welt über eine verfärbte Iris, fortschreitende Symptome wie Schwindel, Übelkeit, Einschränkungen des Sichtfeldes und die Iris, die verfärbt sich wirklich in komplett unterschiedlichen Farben, wie zum Beispiel Orange oder Gelb oder Rot. Es haben sich auch bereits Menschen gemeldet, die ihre Sehkraft leider komplett verloren haben. Und ihr als Spieler seid ihr Teil der Moonside Squad. Das ist eine fiktive Organisation, die wir uns ausgedacht haben. Die beschäftigt sich damit, weltweit auftretende Gesundheitsphänomene zu untersuchen. Und du als Spieler bist jetzt auf der Mondbasis Lunapolis damit beschäftigt, eben knifflige Rätsel zu lösen. Gerade als du jetzt anfängst, dich in Lunapolis zurechtzufinden, wird auch bei deinem Teammitglied Alex das Spektralsyndrom, so haben wir diese Erkrankung nämlich genannt, diagnostiziert und es droht die Gefahr, dass er erblinden könnte. Ab jetzt zählt jede Sekunde. Mithilfe von Gesundheitsdaten müssen du und dein Team, je nachdem, in welcher Konstellation ihr das Spiel dann nachher spielt, bestehend aus Spezialisten im Bereich Medizin, Wissenschaft und digitale Gesundheit, so schnell wie möglich die richtige Therapie entwickeln und ja, euer Teammitglied auch retten. Und dabei hilft dir auch der ständige Austausch mit deinem Teammitglied Alex, der erkrankt ist, der dir als Betroffener wichtige Hinweise zum Krankheitsverlauf mitteilt. Klingt sehr spannend. Wie viele Aufgaben muss man denn lösen, bevor die Mission erfolgreich zum Ende kommt? Darüber haben wir intern lange gerätselt. Insgesamt haben wir uns jetzt auf 11 Rätsel geeinigt, die man im Laufe des Spiels lösen muss. Und zwar wichtig, dass alle Rätsel sich dabei um das Thema Gesundheitsdaten drehen und spielerisch relevantes Wissen rund um die Themen Gesundheitsdaten, frühe Diagnostik, künstliche Intelligenz, aber auch personalisierte Medizin und vieles mehr drehen und eben hier das Wissen vermitteln. Im Spiel braucht man für die Lösung von allen dieser Rätseln eben vor allem eins und das sind Daten, ganz klar. Bei der Entwicklung des Rätsels und auch bei der gesamten Story von dem Escape Room sind viele eigene Ideen von uns eingeflossen, denn es war uns wichtig, dass wir die Geschichte und die Rätsel möglichst nahbar machen. Wir haben die Story wirklich mehrfach umgedacht und uns mehrfach auch ein Stück weit im Kreis gedreht, um hier wirklich ein gutes Mittelmaß zu finden zwischen ferner Zukunft im Jahr 2065 und der Realität im Hier und Jetzt zu finden. Zusammen mit einer Kreativagentur, der Kreativagentur Kurvenkratzer, haben wir auch wirklich auf jedes einzelne Grafikelement Wert gelegt und sind da auch mehrere Schleifen gegangen und haben auch versucht, möglichst persönliche Geschichten in das Spiel mit einzuarbeiten, weil uns der Escape Room auch sehr am Herzen liegt und auch während der Entwicklung, ja, wir uns immer weiter damit identifiziert haben. Zum Beispiel jetzt bei mir, ich hatte in der Uni eine kleine Unigruppe, eine Lerngruppe und da haben wir uns, weil wir uns die ganzen botanischen Namen nicht merken können, also ich bin Biologin von Haus aus, hat die Unigruppe in WhatsApp den Namen Psychotrica epipacuana bekommen. Und diese Pflanze, die findet man eben auch jetzt im Spiel auf dem Mond wieder. Also wenn ihr spielt, könntet ihr mal danach Ausschau halten. Wir haben auch unterschiedliche Charaktere im Spiel. Diese Teammitglieder, die haben wir auch angelehnt an bekannte Würdenträger aus Wissenschaft und Politik, haben uns hier Vorbilder genommen. Und das kann man auch dann auf der Startseite zum Beispiel in der Beschreibung nachlesen. Und ich glaube, in Summe kann man absolut sagen, dass wir jeden Spieler und jede Spielerin hier auf die Reise einladen. Auf eine Reise, wo unser ganzes Herzblut reingeflossen ist und eben auch sehr persönliche Elemente von jedem Einzelnen von uns beinhalten. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen mit den Würdenträgern. Finde ich aber total spannend. Das muss ich mir unbedingt nochmal anschauen. Definitiv.
Das Design ist mir in der Tat aufgefallen, es ist wirklich sehr, sehr schick. Und im National Geographic wird aktuell, also in dem Magazin, ganz viel thematisiert, wie wichtig das ist, dass wir effizienter werden bei der Vorsorge beim Gesundheitssystem, wenn die Menschen immer älter werden und immer weniger junge Leute das Gesundheitssystem sozusagen finanzieren sollen. Und das geht, glaube ich, nur über künstliche Intelligenz und Teilen von Daten und vermutlich noch Robotertechnik. Genau. Was passiert denn, wenn man bei einer Aufgabe nicht weiter weiß? Kann ja bei 11 Aufgaben durchaus passieren. Das kann passieren. Wir haben auch die Rätsel so gestaltet, dass man schon ein bisschen knobeln und grübeln muss, vielleicht auch mal um die Ecke denken muss. Aber wir wollen natürlich auch keine Spieler verlieren und so den Schwierigkeitsgrad zu wählen, ist immer schwierig bei so einem Spiel. Aber im Spiel gibt es einen kleinen Roboterassistenten, genannt Assistent A, der dir pro Rätsel bis zu 3 Hinweise gibt, falls du mal nicht sofort weiter weißt. Und der letzte Hinweis, den er dir gibt, ist immer die Lösung des Spiels, sodass auch kein Spieler stecken bleibt, wenn er mal wirklich gar nicht auf die Lösung eines Rätsels kommt. Das ist gut und ich gebe es zu, ich habe es auch einmal gebraucht. Ich habe nicht alle lösen können. Einmal habe ich es gebraucht und ich habe auch manchmal zumindest den ersten Hinweis genommen. Was war euch denn bei der Umsetzung besonders wichtig? Bei der Umsetzung war es unser Wunsch, dass das Spiel den Nutzen von Gesundheitsdaten greifbar und auch erlebbar macht. Und jeder Spieler oder Spielerin den Mehrwert für sich selbst und auch die Gesellschaft erkennen kann und wahrnimmt und sich dann denkt, hey, es kann ja eigentlich so einfach sein. Und wir wollten dieses Wissen auf eine unterhaltsame und spielerische und interaktive Art und Weise transferieren. Und ganz klar sollte hier das Spiel und der Spaß am Rätseln im Vordergrund stehen. Wir wollten einfach damit Personen erreichen, die Freude am Spielen, am Rätseln, an Escape Rooms haben. Und Alter und Hintergrund sind da eigentlich zweitrangig. Wir wollen sowohl junge als auch alte Menschen ansprechen. Gesunde sowie erkrankte Personen, Escape Room-Fans, allgemein Gamer, aber auch Leute, die vielleicht bisher noch nicht in Kontakt mit Escape Rooms gekommen sind. SchülerInnen, StudentInnen, gesundheitsinteressierte Personen, also eine wirklich breite Masse. Und als Mindestalter haben wir 16 Jahre angegeben. Sehr viel jünger sollte man nicht sein. Nach oben hin natürlich keine Begrenzung. Also wir sind nicht wie bei den Puzzles, wo dann ab 99 nicht mehr gespielt werden darf, sondern bei uns darf jedes Alter spielen. Sehr schön. Genau, meine 97-jährige Oma wäre ja sowieso noch drin. Okay, ich glaube, die setze ich nicht vor den Rechner, aber die dürfte noch spielen. Wie kann man denn Escape the Unknown spielen? In welcher Konstellation? Genau. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es handelt sich hierbei um einen webbasierten, kostenlosen Escape Room. Das heißt, es ist nicht mobil spielbar, sondern man spielt das Ganze am PC oder Laptop. Ich glaube, diejenigen, die schon mal öfter ein Online-Escape Room gespielt haben, die kennen das auch. Und genau, am besten hat man eben einen Desktop, PC oder Laptop, einen großen Bildschirm und dann kann man direkt unter www.escape-the-unknown.de auch loslegen. Und wir haben festgestellt jetzt in den Auswertungen, dass sich Google Chrome als verlässlichster Browser erwiesen hat. Generell funktioniert der Escape Room aber auch auf allen anderen gängigen Browsern. Man sollte nur dann darauf achten, dass der Bildausschnitt auf 100% eingestellt ist und bei zu viel und auch zu wenig Zoom kann es dann zu einer Fehlermeldung kommen. Das ist vielleicht noch eine sehr wichtige Info am Rande. Es wird generell keine Anmeldung oder Registrierung benötigt. Das Spiel ist sofort spielbar und man kann das Ganze alleine oder im Team spielen. Wir haben das jetzt schon öfter auch im Team gespielt mit anderen Teams und es macht natürlich viel mehr Spaß, weil man dann gegenseitig rätseln kann, sich inspirieren kann und es ist natürlich auch viel mehr Freude bereitet, wenn man dann auch Erfolge gemeinsam feiern kann, wenn man ein Rätsel gelöst hat. Und um als Squad ins Jahr 2065 reisen zu können, würden wir euch auch empfehlen, entweder dann alle vor den gleichen Bildschirm zu sitzen oder eben einen Kommunikationskanal eurer Wahl zu nutzen. Zum Beispiel den Escape Room dann in dem Browser bei allen gleichzeitig zu starten, aber dann zur gemeinsamen Absprache sowas wie Zoom oder Skype, Teams, Hangouts etc. zu benutzen. Und man kann hier ja auch den Bildschirm teilen. Das heißt, theoretisch könnte auch ein Teammitglied sozusagen die Klickarbeit übernehmen und die anderen können dann ihre Gehirnzellen aktivieren, um gemeinsam zu rätseln. Klingt sehr gut. Und ich glaube, das Schöne ist beim Team, genau, man hat zusammen den Spaß und man sieht auch nochmal, wie gut es ist. Unterschiedliche Leute sind gut in unterschiedlichen Aspekten. Das finde ich immer total schön, ne? Heute in unserer
teilweise immer mehr so allein für sich Gesellschaft ist dieses Miteinander und der eine ist eben, was weiß ich, mit einem mathematischen gut und der andere ist mit einem anderen Aspekt gut, finde ich immer ein total schönes Bewusstmachen dieser Vielseitigkeit und dass man gemeinsam einfach viel mehr und schneller vielleicht Dinge erreichen kann. Wie sieht denn der Ist-Stand zum Teilen anonymisierter Patientendaten im deutschsprachigen Raum aus und welche Hemmnisse ergeben sich daraus? Also auf der einen Seite hat das Teilen von Gesundheitsdaten große Vorteile, sowohl für Forschung und Entwicklung als auch für das Gesundheitssystem. Allerdings wissen viele Menschen nur wenig über diese Vorteile und da wollten wir eben Aufklärung betreiben. Und außerdem gibt es bei vielen Leuten Skepsis, wenn es um Datenschutz geht. Dabei muss man vielleicht erwähnen, dass gerade in der Forschung das Interesse vor allem an anonymisierten Gesundheitsdaten besteht, also anonymisierte Daten. Das bedeutet, die Daten sind so verändert, dass eine Identifikation der dahinterstehenden Person verhindert oder praktisch unmöglich gemacht wird. Und der Forschung ist es eben nicht wichtig, dass die Daten jetzt von der Anneliese Müller aus der Hauptstraße 16 in Potsdam kommen, sondern es geht wirklich um die Gesundheitsdaten an sich. Und hier wollten wir Aufklärung betreiben, sodass dann jede Person für sich selber entscheiden kann, ob er seine Gesundheitsdaten teilen will oder nicht. Ein weiteres Problem, was wir in Deutschland haben, sind die strukturellen Voraussetzungen, die nicht optimal sind. Es gibt zwar bereits seit 2021 die elektronische Patientenakte, die EPA, aber wir wissen, dass weit weniger als 1% diese auch wirklich nutzt, der gesetzlichen Versicherten. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und auch neben der EPA gibt es natürlich noch eine Vielzahl weiterer Datenquellen im Gesundheitssystem, die genutzt werden können. Zum Beispiel können das sein Patienten- oder Krankheitsregister. Und solche Daten liegen aber oft nicht strukturisiert oder standardisiert erfasst vor. Und ja, deswegen wäre es in Deutschland wichtig, zeitnah die rechtlichen und strukturellen Voraussetzungen zu schaffen, dass solche Datensätze auch wissenschaftlich genutzt werden können und verknüpft werden können. Ja, absolut. Also da vielleicht nochmal ganz kurz einen Schwenk. Ich studiere ja Multiple Sklerose Management und da hatten die zum Beispiel als ganz positives Beispiel genannt die Dänen, bei denen irgendwie alles verknüpft ist und damit können die halt total gut Zusammenhänge aufdecken oder zumindest denen nachgehen, ob da ein echter Zusammenhang da ist oder ob das zufällig passiert, weil einfach total viele Datenbanken miteinander verknüpft sind und irgendwie eine Nummer und dann kommt immer ein Zusatz dazu. Richtig großartig. Total. Also gerade die skandinavischen Länder sind ein sehr gutes Beispiel, wenn es um die wirklich strukturierte Erfassung von Gesundheitsdaten geht. Große bevölkerungsweite Register, wie du erwähnt hast, die dann über eine ID verknüpft sind, sodass auch Daten aus verschiedenen Registern oder verschiedenen Quellen miteinander dann in Verbindung gebracht werden können und ausgewertet können. Also an den skandinavischen Ländern kann man sich auf jeden Fall ein positives Beispiel nehmen. Ja, absolut. Warum habt ihr denn Erblindung als Endstadium der fiktiven Erkrankung ausgewählt? Zuerst mal haben wir uns bewusst für eine fiktive, nicht ansteckende Erkrankung entschieden, weil wir der Meinung waren, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist, um ein pandemisches Setting als Teil des Spiels zu nutzen. Gleichzeitig war es uns wichtig, dass unser Ansatz, nämlich spielerisch über den Wert und Nutzen von Gesundheitsdaten aufzuklären, auch anhand einer fiktiven Erkrankung erlebbar wird. Wir wollten dabei eine Erkrankung abbilden, die man auch visuell im Spiel aufbereiten kann. Deswegen haben wir hier eine verfärbte Iris genommen, weil man das auch im Spiel darstellen kann. Genauso gut hätten es bunte Ohren oder eine andere visuelle Darstellung sein können. Was wir aber sagen wollen, ist, grundsätzlich ist die Erkrankung zweitrangig. Es geht wirklich um den Wert von den Gesundheitsdaten und den Nutzen für jeden und jede einzelne von uns. Und das Endstadium der Erkrankung, die Erblindung, ist weniger wichtig, als dass es hier um eine Erkrankung geht, bei der ein Progress stattfindet mit einem schwerwiegenden Verlauf. Und wir zeigen wollten, dass bei bestimmten Erkrankungen Gesundheitsdaten so einen Verlauf auch beeinflussen können. Also wie Annika am Anfang erwähnt hatte, das Teammitglied Alex ist ebenfalls erkrankt. Der schreitet im Laufe des Spiels immer weiter in der Erkrankung voran. Und wir als Team müssen ihn eben rechtzeitig vor der Erblindung bewahren, indem wir ein Heilmittel, eine Therapie gegen die Erkrankung finden. Ja, und das ist ja auch eine total gute Parallele irgendwie zur MS. Also ich meine, man kann halt viel mit Interventionen machen. Man muss aber eben zum Beispiel
Daten erfassen, wie geht's mir jetzt, wie geht's mir im Verlauf, und dann kann man halt auch schauen, dass man irgendwelche Therapieentscheidungen trifft, dass man seinen Lebenswandel anpasst und. Also ich nehme immer, wenn ich gefragt wird bei mir am MS-Zentrum in Dresden, ob ich an der Studie teilnehme, dann mache ich das immer total gerne und bin froh, wenn sie weiterkommen und hoffentlich dann die Krankheit, wenn meine Tochter in der Pubertät ist, wo auslösende Momente passieren, vielleicht schon gar nicht mehr so bedeutsam ist. Das wäre so ein großer Wunsch. Genau. Wen wollt ihr denn mit dem Spiel ansprechen und welche Botschaft sollen die Spielenden mitnehmen? Ja, ein Kollege von uns hat mal was gesagt und das hat uns irgendwie total inspiriert im Rahmen von dem Hackathon, also als wir uns ganz initial auch mit der Idee auseinandergesetzt haben. Er hat zu uns gesagt, dass diese Diskussion über den Wert von Gesundheitsdaten so lange akademisch bleiben wird, bis wir es tatsächlich schaffen, Raum für Gesundheitsdaten zu bereiten und das Thema auf die Straße zu bringen. Und das hat uns irgendwie total inspiriert, weil es ist eine sehr akademisch gehaltene Diskussion, aber es ist irgendwie auch sehr greifbar. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass wir mit dem digitalen Escape Room einen Beitrag dazu leisten können, das Thema tatsächlich auf die Straße und unter die Menschen zu bringen. Und der Escape Room ist sozusagen auch unser Versuch, hier die Einstiegsbarriere in ein doch sehr komplexes und eben akademisches Thema zu senken und spielerisch Lust auf mehr zu machen, ohne dass man sich da jetzt zunächst durch viele Werbeseiten durchklicken muss oder komplexe Texte lesen muss, sondern dass man durch einfaches Spielen Lust darauf bekommt, sich mit dem Thema Gesundheitsdaten zu beschäftigen. Und wir haben uns ganz initial mal Gedanken gemacht, was denn so wichtige Botschaften sind, die wir im Rahmen des Spiels vermitteln möchten und die auch diesen Nutzen und diesen Mehrwert von Gesundheitsdaten tatsächlich aufzeigen. Das ist zum einen, dass viele Daten oder viele Datenpunkte eine präzisere Diagnose für dich selber bedeuten. Weil es ist de facto so, dass je mehr ein behandelnder Arzt oder eine behandelnde Ärztin über dich und über deinen individuellen Gesundheitszustand weiß, desto passgenauer oder desto individualisierter und personalisierter kann dann nachher deine Therapie erfolgen. Und ja, auf lange Sicht, desto besser können dann auch übergreifend individualisierte Therapien erforscht werden. Die zweite Botschaft, die wir transportieren möchten, weil wir der Auffassung sind, dass hier eben auch ganz viel Skepsis herrscht, ist, dass deine Daten sicher sind. Das ist uns wirklich sehr wichtig, dass jede und jeder Einzelne versteht, dass wir genau wissen, dass Gesundheitsdaten ein sehr sensibles Thema ist, auch wenn wir hier spielerisch darüber aufklären. Und umso wichtiger ist es uns, dass durch die EPA, Jakob hat es vorher schon erklärt, die elektronische Patientenakte, jetzt in Zukunft ein Raum geschaffen wird, in dem Daten wirklich sicher sind. Die Daten in der EPA, die werden verschlüsselt abgelegt und niemand außer der oder dem Versicherten oder denjenigen, die von diesem Zugriff berechtigt wurden, können hier auch auf die Inhalte zugreifen. Die dritte Botschaft ist, die richtige Therapie für dich zur richtigen Zeit. Das ist uns super wichtig gewesen, denn jede Erkrankung, und wir hatten es ja gerade eben auch schon davon, hat unterschiedliche Merkmale und für jeden Patient oder für jede Patientin ist die Erkrankung auch individuell und ist seine Erkrankung auch individuell. Darum ist es so wichtig, eine ganz persönliche Therapie zu finden, die zu dir und die zu deiner eigenen Erkrankung passt und auch die persönliche Krankheitsgeschichte, den Lebensstil, aber eben auch die komplette Lebenssituation berücksichtigt. Was wir darüber hinaus auch noch transportieren möchten im Spiel ist, Gesundheitsdaten können deinen Alltag erleichtern. Und das ist, glaube ich, was wir alle merken. Man hat einfach sehr, sehr wenig Zeit im Leben. Und wenn Gesundheitsdaten geteilt werden, hast du schnell und einfach einen Überblick über deine Gesundheitsdaten und kannst so im Umkehrschluss auch tatsächlich Zeit sparen. So werden zum Beispiel doppelte Untersuchungen oder lange Anamnese-Vorgespräche vermieden und man erhält schneller eine Hilfe im Krankheitsfall oder eben im Notfall, dadurch, dass die Gesundheitsdaten auch schneller zur Verfügung stehen. Der letzte Punkt ist, man sollte nicht erst damit beginnen, Gesundheitsdaten zu sammeln und zu teilen, wenn man schon erkrankt ist, sondern wenn man bereits gesund ist, weil viele Erkrankungen, die starten schon viel früher, bevor man überhaupt die ersten Symptome hat. Und deswegen, selbst wenn man sich jetzt gesund fühlt, können in deinem Körper schon Veränderungen stattfinden. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man schon als gesunder Mensch seine Daten sammelt. Und die Engländer nutzen da einen ganz schönen Ausdruck, von der Wiege bis zur Bahre. Das heißt, eine möglichst lückenlose Gesundheitsakte von Geburt bis zum Tod, also von der Wiege bis zur Bahre, die ermöglichen es dann tatsächlich auch Veränderungen zum Normalzustand zu erkennen und dann eben analysieren, was eventuell dann im Körper ja schiefgelaufen ist. Ja, total wichtiges Thema, was da auch, glaube ich, immer mehr Bedeutung bekommt. Also man nennt es ja so hübsch prodromale Phase, diese Vorphase der Erkrankung.
Und das sieht man ja auf jeden Fall, um sozusagen mal den direkten Bezug zur MS zu nehmen, sieht man auf jeden Fall bei der MS auch. Und die Vision von vielen Ärzten wäre ja dann bei der MS auch, dass man vielleicht, man sieht, es beginnen erste Sachen und dann kann man gleich intervenieren und dann bricht die MS vielleicht nie aus, was natürlich für alle möglichen Erkrankungen gelten würde. Und also ich kann immer nur sagen, ich gehöre zu den 1%, die EPA nutzen. Ich finde das total angenehm. Und ich bin ein paar Mal umgezogen. Ich habe irgendwie 13 Jahre in Berlin gewohnt, jetzt ein Jahr an der Nordsee. Jetzt bin ich wieder in meine Heimat Sachsen zurück. Also habe vorher in Sachsen gewohnt. Und ist total schön, wenn da nicht immer ein Bruch in den Patientendaten ist, weil das habe ich auch schon bei Interviewpartnern und Partnerinnen gehabt, die oft umgezogen sind und dadurch eine verschleppte Behandlung hatten, also viel zu spät begonnen, was dann wieder direkte Konsequenzen auf den Gesundheitszustand hat, was also wirklich einen direkten negativen Impact hat. Insofern kann ich nur total unterstützen und bin ein ganz großer Fan von und freue mich auch sehr, dass ihr mit diesem Spiel und heute halt mit dem Interview zu dem Thema aufklärt. Jetzt habt ihr ganz viel schon von dem tollen Spiel erzählt. Wo findet man denn Escape the Unknown? Den findet man ganz einfach im Internet, wenn man weiß wo, und zwar unter www.escape-the-unknown.de. Das kann man einfach oben im Browser eingeben und dann wird man direkt auf die Startseite gelandet, auf unsere Landingpage. Von dort geht das Spiel dann auch los. Das funktioniert auch mit anstelle hinten DE für Deutschland mit AT für Österreich oder CH für Schweiz oder com und kann sowohl in der Schweiz als auch in Österreich und natürlich in Deutschland gespielt werden. Sehr gut. Wird natürlich auch alles im Blogbeitrag verlinkt und auch in den Shownotes. Aber ich glaube, es ist relativ einfach zu finden. Gut, kommen wir mal zur Bedeutung von Gesundheitsdaten für den Behandlungserfolg am konkreten Beispiel der multiplen Sklerose. Wie wichtig sind denn anonymisierte Patientendaten, um komplexe Erkrankungen wie eben zum Beispiel multiple Sklerose immer besser behandeln zu können und neue Therapien zu entwickeln? Patientendaten anonymisiert zu teilen und für die Forschung zu nutzen ist besonders wichtig bei komplexen Erkrankungen, wie es die Multiple Sklerose ist. Denn die Forschungsdaten, die dann zur Verfügung stehen, können dafür genutzt werden, um zum Beispiel neue oder schnellere Diagnosewege zu finden oder auch potenziell neue Ansätze für Therapien zu entwickeln. Und die Gesundheitsdaten umfassen dabei ja nicht nur die Informationen zum aktuellen Gesundheitszustand, sondern vor allem auch zur Krankengeschichte, wie zum Beispiel die Entwicklung der Symptome im zeitlichen Verlauf, was ja gerade auch bei der MS wichtig ist. Und heutzutage gibt es viele neuartige Tools, wie zum Beispiel auch Apps oder Wearables, die dabei helfen können, Gesundheitsdaten im Alltag zu erfassen. Sehr gut. Was sind denn sogenannte Real-World-Data? Ist zwar bei mir schon öfter mal auf dem Podcast aufgetaucht, aber trotzdem, also die Daten, die zum Beispiel MS-Patienten außerhalb von Studien erheben durch ihre Apps, durch ihre Wearables, und warum sind die so wichtig? Das sind eben genau diese Gesundheitsdaten aus dem Alltag. Also unter dem Begriff Real-World-Data werden Daten zum Gesundheitszustand zusammengefasst, die in der medizinischen Versorgung erhoben werden. Das können eben zum Beispiel die Patientenakte sein, aber auch Informationen aus Krankheitsregistern, aber auch Daten, wie eben erwähnt, aus Apps oder Wearables, die der Patient oder die Patientin im Alltag mit sich herumträgt. Und diese Daten bilden den realen Behandlungsalltag ab und unterscheiden sich somit von Daten, die im Rahmen von klinischen Studien unter doch sehr kontrollierten Bedingungen erhoben werden. Und genau diese Alltagsdaten bieten einen wirklichen Wissensschatz für die Forschung, denn die Analyse von solchen Real-World-Daten kann dazu beitragen, den medizinischen Fortschritt und die Patientenversorgung effektiver und individueller zu gestalten. Denn mit jedem neuen Datensatz wird unser Bild von der Erkrankung schärfer und es ergeben sich neue Ansatzpunkte für die Entwicklung von neuen Therapien. Und so kann es auch für MS-PatientInnen dazu beitragen, dass die Behandlung, die entwickelt wird oder verwendet wird, optimal an die Krankheits- und Lebenssituation angepasst ist. Gerade weil ja MS auch die Krankheit der 1000 Gesichter genannt wird, also wirklich bei jedem Patienten auch unterschiedlich ist. Und so können wir wirklich von jedem Patienten oder jeder Patientin einzeln dazulernen und verstehen, wie wir die MS besser behandeln können und in Zukunft auch eine Erkrankung möglicherweise gar sogar verhindern können. Genau, das ist ja das große Ziel. Aber erstmal natürlich das immer individualisiertere Behandeln. Und gerade bei der MS ja ganz spannend. Also wir haben ja schon irgendwie diese Rausplittung von
NMOSD, MOGAD und so ein paar anderen Erkrankungen, die man früher dachte, es ist die gleiche Erkrankung, hat festgestellt, ist nicht. Und wer weiß, vielleicht ergeben sich in Zukunft sogar noch mehr, je besser es halt erforscht wird. Und da helfen ja genau so eine Daten dabei. Warum ist es denn sinnvoll, MS-Symptome im Verlauf zu messen und diese mit den durchgeführten Aktivitäten abzugleichen, also wie Fitnessdaten und Schlafverhalten, sowie motorische und kognitive Fähigkeiten zu messen? Also die Multiple Sklerose, die schreitet ja unabhängig von Schüben unbemerkt fort und kann dauerhafte Schäden verursachen. Die Zunahme oder Verschlechterung der Behinderung bei der MS nennt man auch Progression. Heutzutage weiß man, dass Schübe nur die Spitze des Eisbergs darstellen. Deswegen sind eben sehr viele regelmäßige Kontrollen wichtig, um zu überprüfen, ob die MS voranschreitet oder eventuell schon vorangeschritten ist. Denn nur so kann man bei Zeichen von Krankheitsaktivität die Behandlung anpassen und die Progression bremsen. MRT-Untersuchungen und klinische Tests, die bieten hier hilfreiche Einblicke. Aber auch in der Zeit zwischen den Routinebesuchen bei Ärzten und Ärztinnen ist es sinnvoll, sich als Patient oder als Patientin selbst Symptome zum individuellen Verlauf der MS zu sammeln. Und genau diese Daten ermöglichen dann schlussendlich Ärzten und Ärztinnen im Verlauf zu sehen, wie sich die Symptome unter bestimmten Bedingungen verändern und wie sich die Funktionen im Alltag auch entwickeln. Auf diese Weise können sich auch schleichende Veränderungen frühzeitig erkennen lassen. Und da die MS eine chronische, fortschreitende Erkrankung ist, ist es wichtig, das Bewusstsein für die schleichende Veränderung und das Auftreten von Symptomen zu schärfen. Ja, genau. Ganz, ganz tricky. Also ich habe da, gebe ich zu, am Anfang auch eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass da ganz viel auch im Verborgenen passieren kann. Und jetzt betone ich es immer wieder hier auf dem Podcast, aber das schadet nicht. Jede Wiederholung tut da total gut. Jetzt ist es natürlich für den einen oder anderen schwer zu verstehen, ja, ich teile jetzt irgendwas für die Zukunft. Deshalb nochmal ganz konkret die Frage, wie profitieren denn MS-Patientinnen und Patienten im Hier und Jetzt davon, wenn sie ihre Symptome, Fitnessdaten und Testergebnisse erfassen und wie tragen die anonymisiert geteilten Daten dazu bei, in Zukunft bessere Behandlungsoptionen zu ermöglichen? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich versuche es hier mal ein bisschen zu erläutern. Also die Dokumentation von Symptomen mithilfe jetzt zum Beispiel von Apps oder Wearables kann dazu beitragen, dass Patienten und Patientinnen ihre MS-Erkrankung besser verstehen und sie dadurch einen bewussteren Umgang mit ihrer Erkrankung ein Stück weit auch lernen. Zudem können Patienten und Patientinnen sich mit ihren Daten aktiv in ihr Krankheitsmanagement einbringen. Denn häufig bleiben Messungen zu den Auswirkungen von MS auf wenige ärztliche Besuche im Jahr beschränkt. Und es sind dann nur Momentaufnahmen, die man bekommt, also wie so ein Blitzlicht. Und dadurch kann es eben sein, dass subtile Veränderungen erst Monate nach dem erstmaligen Auftreten vom Arzt gesehen werden. Apps und Wearables bieten jetzt Patienten und Patientinnen die Möglichkeit, ihre Symptome im Alltag, also zwischen den Arztbesuchen, zu protokollieren. Und wenn der Patient oder die Patientin diese Daten mit seinem Behandlungsteam teilt und mit seinem Arzt bespricht, bietet das die Chance, seine Behandlung auf seinen individuellen Verlauf anzupassen und langfristige Behinderungen zu vermeiden. Voraussetzung dafür ist, dass die frühzeitige Wahrnehmung von Veränderungen und eventuell eine Anpassung der Behandlung, auch wenn der Patient oder die Patientin selbst diese Symptome noch nicht verspürt. Gleichzeitig wächst mit jedem anonym geteilten Datensatz, wichtig Betonung hier auf anonym, auch unser Wissen über die MS, über die Multiple Sklerose. Je mehr Daten zusammenlaufen, desto klarer wird das Bild von Krankheitsverläufen. Und daraus wiederum ergeben sich dann möglicherweise in der Forschung auch Ansätze für die Entwicklung von neuen Behandlungsstrategien. Ja, total wichtig, genau. Und in ein paar Interviews, wo wir das schon vorher mal besprochen haben, zum Beispiel mit dem Dr. Lang, wurde auch ganz klar gesagt, und ich glaube, das schadet auch nicht, das vielleicht nochmal kurz zu wiederholen. Ich sage jetzt mal, ich gehe alle 3 Monate zu meinem MS-Spezialisten, wie es vorgesehen ist. Und jetzt habe ich kurz, nachdem ich bei meinem MS-Spezialisten war, irgendwie eine Verschlechterung. An die denke ich aber gar nicht mehr, wenn ich eben 2,5 Monate später meinen nächsten Termin habe. Wenn ich das aber bereits irgendwie getrackt habe, dann ist das da, dann ist das dokumentiert und man hat irgendwie immer so die letzten 2 Wochen relativ plastisch im Kopf, aber viel mehr nicht. Und manchmal, je nachdem, was passiert ist, wie sehr einen das Leben im Griff hat, sei es mit Kindern, mit Verwandtschaft, mit Tieren, mit Hobbys, mit Job, mit was auch immer, geht halt das, was so vor einem Monat, vor 2 Monaten war, das ist dann schon wieder verschwunden. Und das passiert eben nicht, wenn man es trackt. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, glaube ich. Könnt ihr denn ein Beispiel aus dem realen Leben nennen, wo geteilte Gesundheitsdaten beim Verständnis von Zusammenhängen geholfen haben?
Also wir kennen jetzt zum Beispiel den Fall eines 36-jährigen Patienten mit RRMS, also mit einer schubförmig remittierenden Multiple Sklerose, der die Emendia MS-App von Neurosys nutzt. Und in dieser App oder diese App, die ermöglicht sowohl die Eingabe von subjektiv empfundenen Symptomen, sogenannte Patient-Reported Outcomes, das können beispielsweise Fatigue- oder Blasenprobleme sein. Und ergänzend dazu kann man über 5 sensobasierte Tests mittels der Floodlight MS von Roche objektive Daten zur Hand- und Gehfunktion sowie die Kognition erfassen. Der Patient, also der 36-jährige Patient, hatte mit der App-Nutzung einige Monate begonnen und erlebte kurz darauf einen Schub, der sich jedoch im vom Patienten angegebenen EDSS, Expanded Disability Status Scale, praktisch nicht widerspiegelte. Der Schub ließ sich aber mithilfe der Floodlight-MS-Tests sowie weiterer digital dokumentierter Symptome zu Fatigue, Spastik, Gleichgewichts-, Koordinationsstörung, Stimmung, Beeinträchtigung, Schmerz sowie Konzentrations- und Gedächtnisstörungen eindeutig verifizieren. So konnte seine Neurologin Frau Dr. Rau auch eine Verschlechterung der Blasen- und Darmfunktion erkennen, über die der Patient nicht von sich aus beim Arztbesuch berichtet hatte. Und ich finde, das Beispiel zeigt sehr gut, wie diese Daten unter anderem bei der Anamnese und bei der Objektivierung des Schubsverlaufs unterstützen können. All das dies allein auf Basis der vom Patienten genannten Symptome möglich gewesen wäre. Ja, und da glaube ich auch wieder ganz, ganz schönes Beispiel gewählt, weil ja gerade das Thema Kontinenz wird immer ganz wenig angesprochen, beziehungsweise Inkontinenz. Und wenn man es dort tracken kann, vielleicht ist dann auch für den einen oder anderen es einfacher, diese Hemmschwelle zu überwinden. Weil es ist ja was total Erstrebenswertes, Kontinenz, solange es geht, zu erhalten, eben eventuell Therapieanpassung vorzunehmen, beziehungsweise eben medikamentös mit einer, was auch immer, mit einer symptomatischen Therapie was zu machen. Und wenn es da getrackt ist, kann man drauf eingehen. Und wenn man aber nicht dran denkt, nicht drauf eingeht, nicht anspricht, dann verliert man da wieder Zeit gegen die Erkrankung. Und man versucht ja eigentlich im Rennen mit der Erkrankung möglichst Kopf an Kopf zu bleiben. Kommen wir zu Floodlight MS, dem Medizinprodukt für Menschen mit MS von Roche. Welche konkreten Daten kann man in Floodlight MS erfassen und wie erleichtern sie die Kommunikation mit dem behandelnden Neurologen? Floodlight MS ist eine Smartphone-App und diese ermöglicht es MS-Patienten und Patientinnen, ihre motorischen und kognitiven Fähigkeiten langfristig nachzuverfolgen und dann auch mit ihrem Behandlungsteam teilen zu können. Das sind insgesamt 5 Tests, die dabei alle an die gängigen klinischen Funktionstests aus der Praxis angelehnt sind. Das erste ist Handfunktion und Motorik. Da gibt es insgesamt 2 Tests. Das erste ist der sogenannte Tomaten-Zerquetschen-Test. Dabei erscheinen auf dem Bildschirm Tomaten und diese müssen so schnell wie möglich in der vorgegebenen Zeit mit Daumen und Zeigefinger zerquetscht werden. Dann gibt es noch Formenzeichnen. Dabei erscheint eine Form auf dem Display. Und man muss mit seinem Finger diese Form so schnell und so genau wie möglich nachzeichnen. Dann gibt es noch Tests zur Gehfunktion. Einmal den Kehrtwendetest. Dabei muss man innerhalb von 60 Sekunden mindestens 5-mal die Richtung wechseln, während man das Smartphone in seiner Tasche hat. Und der 2-Minuten-Gehtest. Dabei geht man 2 Minuten lang an einem flachen Ort, zum Beispiel draußen. Und das dritte und letzte ist die Kognition. Da gibt es den sogenannten Kognitionstest. Dabei muss man so schnell wie möglich der richtigen Zahl das richtige Symbol zuordnen. Und damit kann eben die Anwendung sowohl Ärzte als auch Ärztinnen und die Patienten und Patientinnen gemeinsam dabei unterstützen, die Therapie dem individuellen Krankheitsverlauf anzupassen, indem Floodlight MS objektive Daten zum Krankheitsstatus beisteuert. Ja, und das Schöne ist ja auch, man braucht ja für die paar kleinen Tests nicht viel Zeit, ne? Das kann man gut mal einbauen. Und ich glaube, wenn man das so ungefähr vielleicht einmal in der Woche durchführt, dann hat man ein ganz gutes Ausgangsniveau sozusagen an Daten für den Arzt. Was war denn die Motivation von Roche, die Floodlight-Tests für MS-Patienten zu entwickeln? Und warum ist das Erfassen von Handfunktion, Gehfähigkeit und Kognition so wichtig, um die Aktivität der MS genau im Blick zu behalten? Also unser Ziel war es, mit Floodlight MS die Lebensqualität von Patienten zu verbessern und eine chronische Erkrankung, wie es eben die MS ist, zu wirklich jedem Zeitpunkt so gut und auch individuell wie möglich behandeln zu können, um eben langfristige Behinderungen zu vermeiden. Weil moderne Medikamente können ja den Krankheitsverlauf der MS aufhalten oder zumindest deutlich verlangsamen. Aber eben die Voraussetzung hierfür ist, dass es eine frühzeitige Wahrnehmung der klinischen Veränderungen gibt
Und es gibt zwar regelmäßige und systematische Kontrollen, um Ereignisse über den gesamten Krankheitsverlauf hinweg zu erfassen. Jedoch ist es in der Praxis oft eine Herausforderung, da nicht immer eine routinemäßige Untersuchung von motorischen und kognitiven Funktionen erfolgt und nicht überall der Standard ist. Und du hast das vorhin auch schon erwähnt, Nele, der oder die Patientin ist dann beim Arzt und kann sich vielleicht nicht mehr zurückerinnern, was vor einem oder vor zwei Monaten war. Oder vielleicht sind die Veränderungen auch so subtil, dass es der Patient gar nicht wahrgenommen hat. Und da haben wir eben die Chance gesehen, mithilfe von sensorbasierten objektiven Daten Einblicke in neurologische Funktionen zu bieten, die sonst unbeobachtet oder nicht entdeckt werden würden. Und gerade dadurch, dass Floodlight MS auf dem Smartphone des Patienten funktioniert, ist es im Alltag leicht zugänglich. Und die 5 Tests, die es insgesamt gibt, zur Hand, zur Gehfunktion sowie zur Kognition, können eben dann genutzt werden, um Therapieentscheidungen zu unterstützen, indem eben genau diese objektiv dokumentierten Sachverhalte beigesteuert werden und dann vom Arzt auch analysiert werden können. Genau, das ist sozusagen auch ein bisschen das Schlagwort NEDA, No Evidence of Disease Activity, ne? Kein Vorhandensein von der Krankheitsaktivität. Da geht man ja immer weiter voran und da ist eben ein Level dann auch, dass es nichts Schleichendes gibt. Wie wird denn der Datenschutz von Floodlight MS gewährleistet? Floodlight MS erfüllt die Anforderungen der EU-Datenschutzgrundverordnung der DSGVO für Informationen mit hohem Schutzbedarf. Und Roche erhält ausschließlich die von Floodlight MS generierten Daten. Diese sind anonymisiert und aggregiert aus 5 Tests zur Visualisierung der Ergebnisse im Verlauf. Bevor Floodlight MS genutzt werden kann, muss der Anwender oder die Anwenderin bestätigen, dass er die Datenschutzerklärung gelesen und verstanden hat und dieser zustimmt. Wichtig ist, dass Roche die Floodlight-Daten nicht zu Marketingzwecken verwendet und wird diese Daten weder verkaufen noch in irgendeiner anderen Form an Dritte zu kommerziellen Zwecken weitergeben. Alle Floodlight-Daten werden gemäß der geltenden Datenschutzbestimmungen, also DSGVO-konform, nach angemessenen Sicherheitsstandards verschlüsselt, auf einem Server in Deutschland gespeichert. Sehr gut, das klingt doch alles bestens, da muss man sich also keine Sorgen machen. Einfach zu besseren Forschungszwecken genutzt. Wer kann denn die Floodlight MS nutzen und welche Voraussetzungen muss der behandelnde Neurologe erfüllen, um die Daten erhalten zu können? Floodlight MS ist ein Medizinprodukt und als Modul in 2 Partner-Apps für alle MS-Patienten und Patientinnen unabhängig von ihrer Therapie erhältlich. Einmal in Brisa und einmal in Emendia MS. Beide Apps sind kostenlos in den App-Stores von Google und Apple erhältlich. Brisa ist ein Produkt der T-Medica, eine App, die in Kooperation mit Roche entwickelt wurde. Emendia MS ist eine App der Firma Neurosys. Dazu waren auch schon Elisa Aschel in Folge 137 und Dr. Lang in Folge 160 von Neurosys hier im Podcast zu hören. Alle MS-Patienten und Patientinnen über 18 Jahren dürfen Floodlight MS nutzen. Aus regulatorischen Gründen benötigen MS-Patienten und Patientinnen für Floodlight MS aber einen individuellen Freischaltcode von einem Arzt oder einer Ärztin. Das kann dann der behandelnde Neurologe oder die Neurologin sein oder eben ein anderer Arzt oder Ärztin. Dieser oder diese kann dann unter floodlightms.de sehen, wie er online einen individuellen Patientencode generieren kann. Beispielhaft zum Beispiel über den DocCheck-Login und diesen dann an seinen Patienten oder seine Patientin weitergeben. Für die Floodlight-Ergebnisse benötigt der Arzt oder die Ärztin die Zustimmung des Patienten oder der Patientin und die Ansicht des PDF-Exports der Verlaufsdaten aus der App. In der Emendia MS-App sind die Daten zudem noch spiegelbildlich zur App in einem Arzt-Webportal einsehbar. Jetzt habt ihr die Emendia MS-App schon angesprochen und das Interview Nummer 137 werde ich auch auf jeden Fall verlinken. Jetzt gibt es noch eine zweite und das ist die Brisa-App. Kannst du uns zu der noch einmal mehr verraten? Genau, die Floodlight MS-App ist in der Brisa-App verbaut und die Brisa-App begleitet die Nutzerinnen und Nutzer und hilft ihnen, einen Überblick über ihre Erkrankung zu behalten. Einerseits durch das Tracken von Symptomen. Das kann sein das allgemeine Befinden, aber auch das Tracken von äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel Wetterdaten, die Aktivität, die Medikation. Und so erhält der User oder die Userin wirklich einen umfassenden Überblick. Und die Analysen liefern auch Langzeittrends, die Veränderungen aufzeigen können, die, wie eben schon mal erwähnt, sonst vielleicht gar nicht bemerkt werden würden. Und
Das Gute dann an der Breezer-App ist, aus diesen Informationen, die gesammelt werden, wird ein PDF erstellt. Das kann sich der oder die Userin ausdrucken und dann mit zu ihrem Arzt nehmen. Und so sehen sowohl die Nutzer selber, wie sich ihr Befinden entwickelt hat, aber auch können diese Daten mit ihrem Arzt teilen und dann diese Daten besprechen. Ja, total gut, genau. Und ich finde ja es immer total spannend, wenn ich irgendwie Entwicklung sehe. Bevorzugt natürlich, dass es gleich bleibt oder besser wird, ne, klar. Aber über den Verlauf sozusagen eines längeren Zeitraums ist er sehr aussagekräftig. Kommen wir zur Blitzlichtrunde. Vervollständig den Satz, für mich ist die Multiple Sklerose. Für mich ist Multiple Sklerose eine Krankheit mit 1000 Gesichtern. Die Erkrankung, die ist bei jedem Patienten und bei jeder Patientin unterschiedlich hinsichtlich Symptome und Verlauf. Das haben wir ja gerade auch schon öfter mal beleuchtet und hervorgehoben. Deswegen ist es umso wichtiger, mithilfe von Gesundheitsdaten auf die individuelle Erkrankung einer jeden Person eingehen zu können und mit den gesammelten Daten vieler Patienten und vieler Patientinnen hoffentlich neue Einblicke gewinnen zu können. Welche Entwicklung beim Teilen von Gesundheitsdaten wünscht ihr euch in den kommenden 5 Jahren? Also ich wünsche mir, dass Deutschland bei dem Thema Gesundheitsdaten endlich Fortschritte macht und diesen, ich nenne es mal, versunkenen Schatz endlich an die Oberfläche holt. Denn es gibt an vielen Stellen schon die Gesundheitsdaten, nur die müssen auch wirklich genutzt werden. Und davon würden wirklich alle profitieren. Patienten und Patientinnen, als auch Kliniken und Arztpraxen, Forschungsinstitute, genauso wie die pharmazeutische und die diagnostische Industrie, aber auch die Krankenkassen, also wirklich eine Win-Win-Win-Win-Situation für alle, die im Gesundheitssystem mitwirken. Ja, und somit geben wir auch nicht der nächsten Generation so eine fiese Last. Wenn ich meine arme Tochter dran denke, wen die alles durchfinanzieren muss, weil wir immer weniger Kinder haben und immer mehr Alte und dann sozusagen Multimorbide, wie man das so schön ein bisschen uncharmant sagt. Nein, das ist aber echt, echt wichtig, ne? Das birgt total viel Potenzial auf einem ganz hohen, noch höheren Level als bisher, Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsbetreuung zu leisten, neue Sachen rauszufinden und das sozusagen bei nicht steigenden Kosten, indem man einfach Dinge nutzt. Habt ihr denn noch Tipps, wo man sich mehr zum Thema Gesundheitsdaten und wie sie der Wissenschaft helfen, informieren kann? Absolut gerne. Da kommen wir nämlich wieder auf unseren Escape Room zurück. In dem haben wir nämlich sogenannte Wissensbytes, Wissenshappen versteckt. Das sind klickbare Objekte in den Räumen. Also diejenigen, die schon mal ein Escape Room gespielt haben, wissen, man kann immer Objekte anklicken. Und da haben wir diese Wissensbytes versteckt in kurzen Textabschnitten. Die führen dann auch immer zu den weiteren Themen, wie zum Beispiel Diagnostik, personalisierte Medizin oder elektronische Patientenakte. Und da sind auch Links hinterlegt, worüber man sich noch detaillierter informieren kann, zum Beispiel eben auch zu Webseiten wie dem Bundesgesundheitsministerium oder der Friedrich-Ebert-Stiftung und anderen Organisationen. Ich würde auch noch gerne auf eine sehr gute Kampagne hinweisen, nämlich auf die europäische Data Saves Life-Initiative, eine Initiative von mehreren Interessengruppen, die bei Patienten und Patientinnen und Öffentlichkeit mehr Bewusstsein für die Bedeutung von Gesundheitsdaten schaffen will. Und dazu gibt es auch in der Zwischenzeit einen deutschen Ableger mit einer deutschen Internetseite. Sehr schön. Ja, ein guter Freund von mir arbeitet bei einer großen Krankenkasse und die haben das da auch immer so als Redewendung. In 10 Jahren wird es irgendwie der Hauptverursacher von Todesfällen sein. Die überspitzen das ein bisschen, ne? Datenschutz, anonymisierte Daten, super, ganz großartig, aber dann bitte her damit, um viel rauszufinden, Leuten besser helfen zu können und echte Gesundheitsbetreuung, Prävention, Forschung etc. zu betreiben. Genau. Damit sind wir auch am Ende des heutigen Podcasts. Möchtet ihr den Hörerinnen und Hörern denn noch was mit auf den Weg geben? Ich denke, ich spreche jetzt mal für mich und Jakob, gerne mitgeben möchten, ist, beschäftigt euch jetzt mit euren Gesundheitsdaten, denn es ist eure Gesundheit. Auch wenn ihr im Moment noch jung und gesund seid, wir alle werden im Laufe unseres Lebens einmal an irgendeiner Krankheit erkranken. Und deshalb ist es wichtig, sich jetzt schon um die Gesundheit der Zukunft Gedanken zu machen. Und ich glaube, das ist eine Message, die wir sehr gerne an die Hörerinnen und Hörer mitgeben möchten. Sehr schön. Ja, kann ich auch nur zustimmen. Liebe Annika, lieber Jakob, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank für den tollen Escape Room. Der macht wirklich Spaß. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch mal reinschauen, an wen die Personen angelehnt sind. Das hat mich jetzt neugierig gemacht. Und dann hoffe ich, du da draußen hast eine Menge mitgenommen, hast auch verstanden, warum das wirklich ganz, ganz viele Vorteile für dich bringt und keine Gefahr darstellt, wenn du anonymisiert deine Daten teilst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß natürlich beim Spielen von dem
Escape Room, egal ob mit anderen zusammen oder alleine. Und visuell, wie gesagt, auch total schick gemacht. Und dann euch natürlich weiter ganz viel Erfolg. Und dann freue ich mich, wenn die MS immer besser behandelt werden kann, alle möglichen anderen Erkrankungen auch, die ich hoffentlich nie bekommen werde und die Hörerinnen und Hörer nicht, aber besser, es ist das Wissen da und die Möglichkeiten, weil man weiß ja nie, ne? Man hat ja auch viele liebe Angehörige. Da kannst ja auch mal jemanden treffen und je besser die Wissenschaft voranschreitet, umso toller und gesünder kann unser Leben stattfinden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr die Fragen beantwortet habt. Tschüss. 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 Und danke, dass wir dieses wichtige Thema hier vorstellen durften. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du hast wieder das ein oder andere an Informationen für dich mitgenommen. Und ich wünsche dir natürlich total viel Spaß beim Spielen von Escape the Unknown und beim Eintauchen ins Jahr 2065. Das Thema Gesundheitsdaten ist wirklich wichtig und es ist hier sehr unterhaltsam und vergnüglich aufbereitet. Beim nächsten Mal gibt es übrigens wieder ein zweisprachiges Interview. Diesmal habe ich mir Dr. Mark Lee Silva Oliveira eingeladen und wir sprechen über die Forschung zur Myelinreparatur, ganz speziell über die Wirkung von Corticosteroid-Medrison. Das ist ein Medikament, was Astrozyten anregen kann. Das sind ganz, ganz spannende Zellen im Gehirn. Und du kannst ja das Interview in Englisch anhören, im Original, dann hörst du Mark Lee sprechen und mich. Oder du hörst ja die deutsche Variante an, da habe ich also den englischen Text transkribiert und übersetzt und selber eingesprochen. Dann hast du leider nur das Vergnügen mit mir, aber du bekommst immer noch die wesentlichen Inhalte vermittelt. Also, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ich freue mich immer, wenn du anderen vom Podcast erzählst. Und ich freue mich natürlich auch immer über Anregungen und Fragen von dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Danke, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, du fandest es hilfreich. Vielleicht interessieren dich auch die bereits erschienenen Episoden und Beiträge, die du unter ms-perspektive.de/podcast findest. Du kannst auch ein kostenloses PDF mit 11 Tipps für deine positive Einflussnahme auf die MS unter ms-perspektive.de/newsletter erhalten. Wenn du mit mir in Verbindung treten möchtest, erreichst du mich unter ms-perspektive oder auf Instagram unter ms.perspektive. Bis zum nächsten Mal.